die Neigung des Phlegmatikers, sich immer aufladen, aufladen, aufladen und sich fast nicht entladen auch. Ja. Und wann beginnt es, dass er sich entlädt? Der Moment, wo er Interesse, ein bisschen Interesse für die Außenwelt hat. Ah, wie schön. Es gibt eine gewisse Freude, denke ich, im Phlegmatiker im hinteren Raum zu gehen zu dürfen. Das bringt zum Schwitzen ein Phlegmatiker. Ja? Das braucht so viel Kraft, die Willenskräfte ein bisschen mehr nach außen richten, damit man mit Interesse schauen kann. So, ich würde sagen, Wirksamkeit. So, Wahrnehmung. Was den Willenskräften einen Sinn gibt, ist, dass sie gezielt werden. Und als rhythmische Übung könnten wir da vorschlagen, dass man in dem Fall versucht, mit Interesse vom Herz aus durchs Bein hindurch zu strahlen nach draußen, also durch den Körper hindurch nach draußen zu gehen, gleichzeitig aber auch noch seine innere Größe spürt und dann an dem Ziel auch bewusst aufsetzt, ankommt und vom Herz aus in die Erde hinunterspürt und sich mit seinen inneren Lichtkräften, mit den Kräften der Erde verbindet. Und dann macht man den nächsten Schritt, streckt von innen durch die Beine hindurch nach draußen, spürt seine ganze Aufrechte, das Ziel kommt an, spürt in die Tiefe. Nächster Schritt, durchstrecken, hinausströmen, ankommen. Man kann das sogar recht hoch nehmen, das Bein, wenn man möchte, dass man lange strecken kann, hinausströmen, dass es einen schönen Strom gibt und absetzen, ankommen. Und wenn man das eine Zeit gemacht hat, und das können Sie auch beim Spaziergehen machen, dann ist es schön, nachher stehen zu bleiben und dem nachzuspüren, was man gerade versucht hat. Denn es kommt nicht darauf an, dass Sie es jetzt ganz perfekt hingekriegt haben, sondern das, worum Sie sich bemüht haben, das fühlt sich angesprochen und wird aktiviert und steht Ihnen dann zunehmend zur Verfügung.